Hallihallo ihr Lieben, hier ist wieder euer TikTok-Fahrlehrer, heute mal mit dem Thema Autobahn. Ich werde so oft gefragt in den Live-Sprechstunden, meine Fahrlehrer-Sprechstunden, dreimal die Woche, 19 Uhr, seid dabei. Und natürlich auch in den Fahrstunden. Herr TikTok-Fahrlehrer, wie sieht es denn aus in den Fahrprüfungen mit der lieben, schönen Autobahn? Ja, wird natürlich vom Fahrprüfer geprüft. In den meisten Prüfungen, zumindest hier in Köln, kommt Autobahn vor. Was will der Fahrprüfer sehen? Er will einmal sehen, dass ihr auf die Autobahn einfahren könnt, dass ihr wisst, wie ihr euch auf der Autobahn zu verhalten habt und natürlich, dass ihr von der Autobahn wieder wegkommt, also ausfahren. Natürlich wird der Fahrprüfer nicht bei den Autobahngeschichten sagen, wir wollen vorne, dann rechts auf die Autobahn. Meistens sagen die, wir wollen auf die Autobahn Richtung, jetzt hier in Köln, Krefeld oder eben halt Zentrum, damit ihr denn auch in der vorausschauenden Fahrweise erkennt, wo geht's denn zur Autobahn. Dann wollen die natürlich sehen, dass ihr auf dem Beschleunigungsstreifen, ja, jetzt heißt es Einfädelungsstreifen, auch ordentlich beschleunigt, wenn es machbar ist, also wenn kein Stau oder zäh fließender Verkehr auf der Autobahn ist, das heißt schön beschleunigen, so 80 bis 90 km/h, eventuell dabei raufschalten, vierten Gang, über die Spiegel beobachten, ist irgendwo eine Lücke, wenn eine Lücke da ist, natürlich Schulterblick und dann flach einlenken, dann weiter beschleunigen. Und ab 80 natürlich in den fünften Gang, habt ihr einen sechsten Gang, käme der in der umweltschonenden Fahrweise natürlich ab 100 auf der Autobahn. Auf der Autobahn selber natürlich auf den Abstand achten. Bei schönem Wetter einen halben Tacho, bei schlechtem Wetter einen ganzen Tacho. Das heißt, wenn ich 100 fahre, fahre ich 100 beziehungsweise habe 100 Meter Abstand. Oder wenn ich 100 fahre bei schönem Wetter, halber Tacho, 50 Meter Abstand, könnt ihr erkennen an den Leitpfosten, weil die sind immer 50 Meter auseinander. Ja, dann wird der Prüfer auf der Autobahn natürlich auch sagen, wo er raus möchte. Fahren Sie bitte die Ausfahrt, ich sag jetzt mal Köln-Chorweiler raus. Und dann solltet ihr früh genug erkennen, wo geht's denn raus in Köln-Chorweiler. Ab der 300 Meter Barke natürlich dann blinken. Den Verzögerungsstreifen, Ausfädelungsspur von Anfang an nutzen. Auch da natürlich blinken, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Und erst auf dem Verzögerungsstreifen langsamer werden, runterschalten. Bedenkt, die ganzen Ein- und Ausfahrten sind meistens vom Gesetzgeber ein bisschen eng gehalten, damit ihr da auch schön langsam und vorsichtig fahrt. Und bedenkt, am Ende, wenn ihr bei dem Ausfädelungsstreifen bei der Ausfahrt rauskommt, fängt der ganz normale Straßenverkehr, Cityverkehr wieder an und da kann 50 sein. Also aufpassen, dass ihr dann mal aufs Tacho guckt. Ja, so einfach geht Autobahn. Ihr habt in eurer Fahrausbildung mindestens 4 Pflichtstunden Autobahn dabei. Aber ich empfehle natürlich, macht mehr, fahrt oft auf die Autobahn rein und raus. Je mehr ihr übt, desto besser seid ihr. Ja, das war zum Thema Automal mal so ein bisschen erzählt. Und ja, wir sehen uns in meinen Fahrlehrer-Sprechstunden. Dreimal die Woche, 19 Uhr. Oder kommt einfach live bei mir in die Fahrstunden. Momentan habe ich so ein bisschen Urlaub. Aber am 25. bin ich wieder live unterwegs. Und Fahrlehrer-Sprechstunden natürlich in meinem Urlaub laufen. In dem Sinne, wir sehen uns, euer TikTok-Fahrlehrer.